Hi Leute, heute zeige ich euch, wie ihr in Photoshop einen iMac erstellt. Okay, das war das Apple Logo, dieser iMac. Ja, alles schön benannt. Und ja, dann fangen wir mal an. Machen Datei neu. Nennen es mal Tutorial. So, nehmen meine Desktop-Maße, also 1920 mal 1080 Pixel, Auflösung 72 RGB Farbe und Hintergrund mache ich transparent, weil ich den anders färben will. Drück OK. So, dann nehme ich mir jetzt so einen Stil. So, Füllwerkzeug nehmen. So. Dann fangen wir an. Wir nehmen uns das abgerundete Rechteckwerkzeug. Boah, ich würde wahrscheinlich das Rechteckwerkzeug Standard als vorgegeben halt, aber jetzt nehmen wir das Rechteck, abgerundete Rechteckwerkzeug. So, als erstes Formebenen, dann hier Radius 15 Pixel und dann hier neue Formebene erstellen. Art ist keine und Farbe nehmen wir schwarz. Okay, dann ziehen wir einfach so die Größe vom Bildschirm, vom 27 Zoll Bildschirm, so vielleicht. Machen Rechtsklick, Fülloptionen, Verlaufsüberlagerung, Winkel 0 und dann nehmen wir uns einen Verlauf, den wir schon vorbereitet haben. So, okay, Position 0 ist der Farbcode 9D9D9D, Position 100 ist der Farbcode 10910909. So, jetzt auch gleich mal um in Hintergrund Silber. So, duplizieren wir die Ebene hier unten auf das Ebenensymbol schieben oder einfach STRG J. Jetzt auch gleich mal um den Bildschirm. So, nehmen uns hier das Direktauswahlwerkzeug. Ihr wird wahrscheinlich wieder das Pfadwerkzeug vorne dran haben. Einfach Rechtsklick und Direktauswahlwerkzeug auswählen. So, wir markieren hier unten die 2, damit wir die haben. Zoomen wieder ein bisschen raus und gehen dann mit gedrückter Shift-Taste und mit Pfeiltaste nach oben. Nach oben. Ich hoffe, ihr konntet mich jetzt so verstehen, wie ich es gemeint habe. Und ja, Doppelklick auf Verlaufsüberlagerung. Gehen dann wieder hier auf das draufklicken und dann habe ich auch schon wieder einen vorbereitet. Das ist Position 0. Der Farbcode 15 15 15 und bei Position 100 2C 2C 2C. Okay, und dann gehen wir auf Kontur. Größe nehme ich jetzt bei mir 21, weil es bei mir am besten passt. Position innen, Farbe schwarz und drücken OK. So, haben wir das schon mal. So, aber das ist jetzt bei den neuen iMacs nicht mehr, dass da unten eine Rundung ist. Das machen wir jetzt einfach weg. Rastern diese Bildschirmebene, Rechtsklick in die Rastern. Zoomen hin. Machen einfach, wo die Rundung anfängt, bei den Seiten so in so eine Auswahl. Und drücken einfach Entfernen. Dann ist die auch, oh, jetzt ist weg. Aber jetzt müssen wir das wieder runterschieben. Machen wir einfach über Bearbeiten, frei transformieren. Oder STRG T. So. Okay, haben wir das jetzt nochmal. Dann kommt jetzt der Sockel dran. Nehmen das Zeichenstiftwerkzeug, nehmen hier oben auf Formebene, Ebenen, so. Dann hier die erste neue Formebene erstellen, hier automatisch hinzufügen an. Und Arten mag wieder keine Farbe, schwarz können wir lassen. Zumindest jetzt. So. Und dann machen wir einfach hier. Shift gedrückt halten hier runter. Ups, Entschuldigung. Shift gedrückt halten hier runter und dann einfach Shift loslassen und eine Kurve ziehen. So. Alt gedrückt halten, auf das kleine Kästchen hier drücken. Wieder Shift drücken und dann so weiter. So ungefähr. So. Und dann Shift drücken und hier rüber.
hier ungefähr. Chef gedrückt halten, hoch wieder, Kurve ziehen. So ungefähr. So, lasse ich das jetzt. So, dann nehmen wir uns hier das Direktauswahlwerkzeug wieder. Davor holen wir uns so schnell zwei Hilfslinienansicht. Neue Hilfslinie, horizontal, okay. Und dann nochmal eine Ansicht, neue, ups, verdammt, Entschuldigung. Hilfslinie, horizontal. Und Ansicht, neue Hilfslinie, horizontal. Okay, jetzt haben wir zwei Stück. So, Verschiebewerkzeug nehmen oder V. Schaut, Taschenkürzel und dann hier runter. Hier und dort. Und wieder aufs Direktauswahlwerkzeug gehen. So, dann schieben wir da den Punkt hier auf, dass sie gleich groß sind ungefähr. Auf der gleichen Höhe. So, dann ziehen wir auch erstmal hier runter. So. Das ist auch noch ein kleines bisschen. So. Jetzt haben wir das, dann machen wir hier Rechtsklick, neue Ankerpunkt hinzufügen und das gleiche hier drüben auch. So, jetzt ist der eine markiert, jetzt halten wir Shift und gehen auf den anderen, wo wir gerade gemacht haben, und dann einmal mit der Pfeiltasche ein bisschen runter, dass so eine kleine Kurve entsteht. So, dann haben wir das auch. Jetzt können wir wieder auf Ansicht Hilfslinie löschen. So, Steuerung 0. Dann gehen wir hier rein. Doppelklick. Doppelklick Verlaufsbelagerung. So, jetzt habe ich gleich einen Aussetzer gehabt. So, da draufklicken und dann habe ich auch nochmal einen. Den hier. Also Position 0 ist Farbcode 91 91 91. So, Position 20 ist 54 54 54, und Position 40 ist C8 C8 C8. Position 60 ist 5C 5C 5C. Position 100 ist er dann noch 6E 6E 6E. Okay. So, dann haben wir das. Dann duplizieren wir diese Ebene wieder hier runter oder Steuerung J. Dann ziehen wir die Kopie, wo wir gerade gemacht haben, unter die Formebene 1. Kann man umbenennen in einfach Sockel. Und die eine kann man umbenennen Sockelboden. So. Dafür nehmen wir uns Verschiebewerkzeug und Pfeiltasche einfach ein bisschen nach unten. So ungefähr. Sieht man jetzt noch nicht viel, aber jetzt gehen wir auf Verlaufsbelagerung. Einfach Doppelklick hier drauf oder Rechtsklick Verlaufsbelagerung. So, und dann haben wir wieder schon einen hergerichtet. So, den da. Also Position 0 ist Farbcode 7A 7979. Position 8 ist 7A 7979, das gleiche. Position 50 ist BE BE BE. Position 93 ist 80 80 80. Und Position 100 ist 83 83 83. Okay. Winkel 0. Okay. So, jetzt können wir uns noch ein bisschen anpassen, wie wir es wollen. So, Pfeiltasche und Verschiebewerkzeug. So, dann ziehen wir die zweimal ganz nach unten, also über die Hintergrundebene, und drücken Steuerung T zum Transformieren und setzen das ein bisschen weiter höher. So. Okay, noch ein bisschen höher. Vielleicht so. Ja, so lasse ich es jetzt mal. So, dann holen wir uns das Apple-Logo. Ihr könnt es bei Google einfach Apple-Logo eingeben, da ist, glaube bei gleich als erstes so ein Apple-Logo. Aber das ist jetzt ein anderes, das habe ich auf einer anderen Seite gehabt. Die heißt, glaube ich, Gott, wie heißt die? Galleries, Planet oder Planet Galleries heißt die, glaube ich. Da sind die gleich transparent und ja. Ziehen wir ganz nach oben diese Apple-Ebene. Nennt es gleich mal Apple Logo. So, Steuerung T wieder und kleiner transformieren. So, Enter, Verschiebewerkzeug nehmen und dann mit Shift drüber ziehen. Und dann wieder nach unten. Okay, ist schon immer zu groß. So, Enter. So,
so vielleicht oder ein bisschen kleiner sind die, glaube ich, schon noch. Enter. So passt es. So haben wir das mal. Dann geht's um den Schein. Erst gehen wir auf Bildschirmebene. Nehmen uns Klick mit gedrückter Steuerungstaste auf die Bildschirmebene Fenster hier. Und dann gibt es eine Auswahl von den Bildschirmen, die wir gemacht haben. Gehen aufs Beugen und Lassen Werkzeug. Dann mit Alt gedrückt halten, klicken wir hier hoch, hier runter, so. So ungefähr werden wir den wollen, aber wir können auch nochmal. Ich will den jetzt nicht so haben, ich will den ein bisschen weit oben haben. So. So. Okay, das gleich schließen. Dann machen wir jetzt eine neue Ebene hier unten. Oder Ebene neu. Also Ebene neu. Ebene. Okay, und dann gehen wir hier auf das Füllwerkzeug. Nee, gehen nicht Füllwerkzeug, Quatsch. Verlaufswerkzeug. Weiß zu transparent. Also der oben, aber du müsst halt weiß nehmen. Das Weiß nehmen. Haben auch so einen weißen transparenten Verlauf. Da die erste Option, also linealer Verlauf, Modus normal, Deckkraft 100%. So, und dann ziehen wir jetzt mit gedrückter Shift-Taste hier runter. Gehen noch ein bisschen weiter. Oder ein bisschen weiter oben. So, vielleicht, dass er nicht so allzu krass wird. Oh Mann. Falls jemand weiß, warum eigentlich meine Tastatur sich immer auf Englisch umstellt, der kann mir doch bitte in die Kommentare schreiben, weil es echt nervend ist. So, okay. So, okay. Dann ist Auswahl aufheben oder Steuerung D und die Deckkraft dann einfach so auf. 21% stelle ich sie jetzt mal. So, nennen es mal. Bildschirm Schein. So, jetzt muss ich ja noch so einen kleinen Cut machen, das ist echt blöd. So, ups, das war es nicht. So, und jetzt gehen wir zum Apple Logo, drücken gedrückte Steuerungstaste hier drauf, zoomen hier rein, nimm das Polygon-Laser Werkzeug. So, und nimm hier mit der gedrückter Alt-Taste hier so hoch. So, rüber. So, wieder Verlaufwerkzeug nehmen, hier runter. Ah, verdammt, Entschuldigung, neue Ebene davon machen und jetzt einfach Verlaufwerkzeug darunter. So, Steuerung D, Auswahl aufheben und dann einfach Deckkraft wieder untersetzen. Noch ein bisschen. So. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ihr konntet mit meinem Tutorial jetzt anfangen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Und kommentiert mich. Und ein paar Techniken konnten wir vielleicht auch lernen. Und es wäre nett, wenn ihr mir mal schreibt, wie ihr mein Wallpaper findet, wo ich gemacht habe. Relativ simpel, aber ja, schreibt mir einfach, wie ihr es findet und wie ihr das Tutorial fandet. Und ja. Also, man sieht sich. Ciao.